60 Jahre Bundespolizei in Rosenheim. Im Sommer feiert die Inspektion ein rundes Jubiläum. Die Bundespolizei von einst ist jedoch mit den heutigen Einsatzkräften nur noch schwer zu vergleichen. Ja, die Bundespolizeiinspektion Rosenheim, die existierte erst seit 2008. Da gab es eine Bundespolizeireform, aus der ist die Bundespolizeiinspektion Rosenheim entstanden, ist seit diesem Zeitpunkt, seit März 2008, zuständig für die grenzpolizeiliche und bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung an der Grenze von Bayern zu Österreich. Und zwar von Freilassing bis nach Lindau erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Rosenheim. Wir sind dort mit derzeit ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Grenz- und Bahnpolizei die Aufgabenwahrnehmung zuständig. Ja, also man muss wissen, dass eine Vielzahl dieser Personen geschleust wird, professionell geschleust werden. Da steckt sehr viel Geld dahinter, da steckt sehr viel Organisation dahinter und genau um die Leute geht es letztendlich. Es geht uns also weniger um die unerlaubt Eingereisten, sondern eben um die Schleusern. Da ist es so, dass teilweise schon im Heimatland Geld bezahlt wird. Wir reden hier von Summen, die größtenteils ein Riesenvermögen für die Menschen darstellen. Also teilweise wird da durch die ganze Familie, durch die ganze Verwandtschaft Geld zusammengelegt. Also 3.000 Euro bis hin zu 10, 20, 30.000 Euro, wenn es um Garantieschleusungen geht. 4.000 unerlaubte Einreisen pro Jahr verzeichnet die Inspektion dabei alleine in ihrem Zuständigkeitsbereich. Da muss man sich so vorstellen, dass in den grenzüberschreitenden Buslinien, die es regelmäßig gibt, die von Italien über Deutschland nach Norwegen fahren oder die aus dem Balkan kommen und dann Richtung Frankreich fahren und immer dann durch unseren Zuständigkeitsbereich durchfahren, dass wir dort regelmäßig Kontrollen durchführen und da dann immer so 2, 4, 6 Personen drin sitzen. Das ist schon fast der Normalfall. Auffällig dabei ist die gewerbsmäßige Organisation der Schleuser. Eine Tatsache, der nur durch grenzübergreifende Zusammenarbeit entgegenzuwirken ist. Es gibt die zwei Ebenen. Die eine ist die rein informatorische Ebene, wo man die Kollegen teilweise schon kennt über die Jahre hinweg und mit ihnen E-Mail-Kontakt, auch telefonischen Kontakt hat nach Italien, nach Ungarn. Einfach in die Länder, durch diese Menschen geschleust werden. Da gibt es grenzpolizeiliche Verbindungsbeamte, da gibt es Kollegen, die man ansprechen kann. Aber dann gibt es eben den offiziellen Rechtsweg, der läuft über das BKA. Am 5. Juli lädt die Inspektion zum Tag der offenen Tür. Jeder Interessierte kann dann einmal hinter die Kulissen der Polizeiarbeit blicken.